Ich begrüße Sie sehr herzlich, liebe Zuschauer. Schnallen Sie sich bitte an und stellen Sie Ihre Sofalehnen senkrecht. Denn wir haben eine fantastische Reise vor uns. Es geht auf die viertgrößte Kanareninsel, auf ein eigenwilliges und exotisches Stückchen Erde. Aus Feuer und Wasser geboren ist Lanzarote gerade mal 130 Kilometer von Afrika entfernt. Es herrscht ewiger Frühling. Weiße Strände erstrecken sich vor schwarzen Lavabergen und es gibt jede Menge zu entdecken. Die unbändige Kraft der Vulkane, uralte Legenden, Köstlichkeiten aus der Küche sowie einen unglaublich guten Wein. Bei solch einem Angebot darf man natürlich nicht mit leeren Händen kommen. Deswegen haben wir als Gastgeschenk für die freundlichen Lanzarotenos unsere Nicole eingeladen. Zur Begrüßung aber gibt es inseltypische Klänge. Die Gruppe Los Butches ist vor allem im Karneval aktiv. Die maskierten Mitglieder singen und tanzen und niemand ist vor ihnen sicher, wenn sie mit aufgeblähten Fischblasen um sich schlagen. Aber Spaß muss sein, auch auf Lanzarote. In Arrecife lebt rund die Hälfte der Inselbevölkerung. Die Altstadt ist malerisch, die Uferpromenaden laden zum Bummeln ein und die eleganten Boutiquen zum Geld ausgeben. Mitten im Zentrum liegt der Charco de San Ginés, eine natürliche Lagune mit gemütlich schaukelnden Fischerbooten. El Charco heißt zu Deutsch die Pfütze und das hat die Lagune wahrlich nicht verdient. Deshalb wird sie auch liebevoll Venedig am Atlantik genannt. Das Castillo de San José heißt im Volksmund auch die Hungerburg. Es wurde nämlich nicht zur Verteidigung errichtet, sondern um der Bevölkerung Arbeit zu geben.
Heute dient die monumentale Anlage als Museum für zeitgenössische Kunst. Absolut auf der Höhe der Zeit ist auch die nächste Interpretin. Sie singt moderne Schlager, hat Gold in der Kehle und Sommer im Herzen. Hier ist Nicole. Es war Sommer in der Stadt und er kam einfach auf mich zu. Fragte im Vorübergehen, was machst du heute, Baby Blue? Und ich dachte nie, dass es das gibt. Er hat schon andere Frauen geliebt. Da war ich gerade mal geboren. In dieser Sommernacht hab ich mich ganz verloren. Sommer, Sommer, der Sommer war heiß, viel zu heiß. Sommerherzen schmelzen dahin wie Eis. Sommer, Sommer, und es war schön mit ihm zu gehen. Sommer, Sommer, es war um mich geschehen. Und ich hab in seinem Arm nur an den Augenblick gedacht. Doch dass es ein zweites Leben gab, von dem ich keine Ahnung hab, das wurde mir am Morgen klar, als ich erwachte und er nicht mehr bei mir war. Sommer, Sommer, der Sommer war heiß, viel zu heiß. Sommerherzen schmelzen dahin wie Eis. Sommer, Sommer, und es war schön mit zu gehen. Sommer, Sommer, werde ich ihn wiedersehen. La 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 brennen wie Stroh im Wind. Sommer, Sommer, er ging fort, einfach fort. Sommer, Sommer, ohne ein Abschiedswort. La 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 la. Lass den Sommer in dein Leben, wie es kommt, so kommt es eben. Sommer, Sommer, der Sommer war heiß, viel zu heiß. Sommerherzen schmelzen dahin wie que son subiendo al cielo para poder tocar las nubes con las manos. Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino, poder adivinar mi sombra en tus caminos. Tus calles que son subiendo al cielo para poder tocar manos. Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino, poder adivinar mi sombra en tus caminos. Calles de mi niñez, calles tranquilas que final no se van detrás de la neblina. Y al volver la mirada se mecen las montañas tras la cortina gris de la calima. Calles de mi niñez, calles tranquilas, he descubierto aquí toda mi vida. Volver a ser de ti en mi pensar.
Sie gibt der kanarischen Musik den typischen Klang, die Timple. Eine kleine, fünfseitige Gitarre. Auf Lanzarote findet man nur noch zwei Instrumentenmacher, die sich auf dem Bau der Timple verstehen. Einer von ihnen ist Lolo. Die Einzelteile für Lolos Meisterstücke werden aus kostbarem Palisanderholz geschnitten. Und dann bringt er sie mit einer raffinierten Schnürtechnik in Form. Anschließend befestigt er die Bünde. Sie sind für die Tonhöhe verantwortlich. Und am Korpus wird das Schalloch ausgeschnitten. Fehlen noch die Verzierungen aus Perlmutt. Dann kann lackiert werden. Zu guter Letzt werden die Saiten aufgezogen. Und das fertige Instrument wird kritisch getestet. Perfekto. Die Gisse war einst nicht nur eine Hochburg der Templebauer, sondern auch Hauptstadt. Geschützt zu einer mächtigen Festung Santa Barbara. Von hier aus konnte man beinahe die ganze Insel überwachen. Imponierende Adelspaläste und reiche Holzschnitzereien erinnern stolz an diese große Vergangenheit. Die gesamte Altstadt steht unter Denkmalschutz. Und in vielen Häusern findet man noch heute die Kalksteinbecken, in denen früher das kostbare Regenwasser gefiltert wurde. Grünpflanzen in den Becken entfernten die Schwebstoffe und reicherten das Wasser mit Vitaminen und Enzymen an. Und warum dieser Aufwand? Ganz einfach. Auf Lanzarote gibt es keine einzige Quelle. Heutzutage kommt das Trinkwasser aus dem Meer und wird in riesigen Entsalzungsanlagen aufbereitet. Heil diesem Hause, denn du tratst ein. Salam aleikum. Salam aleikum. Heil deiner Gegenwart, leucht in dem Schein. Salam aleikum. Salam aleikum. Sieh deine Sklaven, die dir sich weihn. Salam aleikum. Angesicht weiß vor dir sein. Salam aleikum. Salam aleikum. Möge dein Wohl stets blühend gedeihen. Salam aleikum. Salam aleikum. Stets möge Allah dir Sieg verleihen. Salam aleikum. Größter Sohn Lanzarotes ist der 1992 verstorbene Cesar Manrique. Er war Maler, Bildhauer und Architekt. Und er hat die Insel geprägt wie niemand sonst. Durch ihn haben seine Landsleute gelernt, auf ihre Umwelt und ihre Traditionen stolz zu sein und dieses unschätzbare Erbe zu bewahren. So blieb Lanzarote verschont von den Schattenseiten des Massentourismus, vom Ballermann-Syndrom, Beton und Bettenbogen. Manriques Wohnhaus steht beispielhaft für sein Streben, Natur, landestypische Architektur und moderne Kunst zu vereinen. Das Gebäude wurde mitten in die erstarrte Magma hineingebaut. Im Untergeschoss bilden fünf miteinander verbundene Lavahöhlen die Wohnräume. Heute beherbergt das Anwesen die Cesar Manrique Stiftung. Sie verwaltet das künstlerische Erbe und sorgt dafür, dass die Ideen des Visionärs weiterleben. Manrique hat auch die Cameos del Agua gestaltet, malerische Lavagrotten mit einem kleinen See. Die Kavernen gehören zu einem weit verzweigten Tunnelsystem, das vor Jahrtausenden beim Erkalten flüssiger Lava entstand. In diesen Labyrinthen versteckten sich die Lanzarotenos, wenn Piraten über die Insel herfielen. Viele Jahre lang konnten sie die geheimen Eingänge für sich behalten. Als schließlich einer der Zugänge verraten wurde,
machten algerische Seeräuber Hunderte von Gefangenen und verschleppten sie in die Sklaverei. Vorfahren dieser Kamele kamen aus der Sahara nach Lanzarote. Früher wurden die Dromedare in der Landwirtschaft eingesetzt. Heute arbeiten sie im Fremdenverkehr und tragen geduldig Touristen auf die Feuerberge. So wie mich jetzt. Hier in den Montañas del Fuego begann am 1. September 1730 eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes. Eine Apokalypse. Mit gewaltigem Getöse tat sich die Erde auf. Und ganze 6 Jahre lang regnete es glutrote Felsen, Asche und Feuer. Die Vulkane, die vor 19 Millionen Jahren den Kanarischen Archipel geschaffen hatten, machten sich daran, einen Teil wieder zu zerstören. Dörfer und Felder wurden vernichtet. Die fruchtbarste Region von Lanzarote wurde zum größten Lavafeld der Erde. Heute gibt es auf der Insel über 100 Vulkane und 300 Krater. Das Zentrum der Zerstörung wurde Nationalpark. Immer noch ist die Erdhitze immens. Knapp unter der Oberfläche herrschen bereits 100 Grad und mehr. Ein Reisigbündel in einer Erdspalte wird zum Feuerball. Ausgegossenes Wasser schießt als Dampfkräne in die Höhe. Und man kann sich die Grillkohle sparen. In diesem Restaurant, erbaut von César Manrique, werden die Hähnchen und Würstchen direkt mit vulkanischer Hitze gegart. Und wenn dabei etwas verkohlt, ist es auch in Ordnung. Schließlich heißt der Laden hier El Diablo, der Teufel. Also quasi Wirtshaus zum Teufel. Llevaba un cachito de tela que no descubría ni las ideas.
carita de muñeca, tan educada, tan sensible y tan tierna. Tras esa carita de muñeca, tan educada, tan sensible y tan tierna. No me hables de amor. Glaube versetzt Berge, auf Lanzarote sogar Lavaberge. So jedenfalls erzählt es die Geschichte dieser Kirche. Als die entsetzlichen Vulkanausbrüche begannen, gingen die Bewohner von Mancha Blanca mit dieser Marienstatue und viel Gottvertrauen der Feuerwalze entgegen. Und ihre Gebete wurden erhört. Der Lavastrom teilte sich, lief um das Dorf herum und nicht ein einziges Haus wurde beschädigt. Es heißt, dass Maria die Lava mit eigener Hand abgelenkt und anschließend mit ihren Tränen getrocknet habe. Seitdem ist sie die Schutzpatronin der Insel und man nennt sie unsere liebe Frau vom Vulkan. Aus Dankbarkeit hat man ihr diese kleine Kirche errichtet. Und dieses Kreuz hier markiert die Stelle, wo einst das Wunder geschah. Weißer Wein aus schwarzer Erde. Dieses Kunststück gelingt in der Region La Gera, dem größten Weinbaugebiet der Kanaren. Jeder Weinstock sitzt einzeln in einer Grube und der Boden ist über und über bedeckt mit sogenannten Lapilli. Das sind winzige, poröse Lavasteinchen, die den Tau der Nacht speichern und bei Tag an die darunterliegende Erde abgeben. Sozusagen eine natürliche Bewässerungsautomatik. Halbkreisförmige Mauern halten den Wind ab und auf diese Weise gedeihen die Reben prächtig und bringen pro Stock bis zu 150 Kilo Trauben im Jahr. Vorwiegend Malvasia und Muscatella. Die durch Menschenhand so eigenwillig geformte Landschaft wurde übrigens in den 60er Jahren zum Gesamtkunstwerk erklärt. Und zwar vom Museum of Modern Art in New York.
Die guten Tropfen verkostet man am besten in den Bodegas der Weinbauern oder auf der Strandpromenade von Playa Blanca. Essen wie Gott auf Lanzarote. Das geht am besten in diesem Restaurant im La Era. Es ist in einem uralten Gutshof untergebracht, der mitten im Vulkangebiet liegt und die Ausbrüche aber wie durch ein Wunder überstanden hat. Cesar Manrique hat das Gebäude gemeinsam mit einem Freund erworben und in einen Feinschmeckertempel verwandelt. Die traditionell einfache einheimische Küche wird hier in Perfektion zelebriert und mit Grandezza aufgetischt. Heute serviert uns Antonio, der Chef des Hauses, Conejo en Salsa de Datiles. Das ist Kaninchen in Dattelsoße. Corvino alla Sal, Heilbutt im Salzbett. Und das lanzarotenische Nationalgericht, Corbanzas con Puesto. Ein Eintopf aus Kichererbsen und Schweinefleisch. Dazu passen die Papas Arrugadas hervorragend. Kleine Schumbekartoffeln mit roter und grüner Mojo, delikater Soße aus Paprika, Kräutern, reichlich Knoblauch, Essig und Öl. Bevor auch ich in den Genuss dieser fantastischen Küche komme, noch eine kleine Geschichte zum Aperitif. Meine Damen, wenn Sie im 14. Jahrhundert auf Lanzarote gelebt hätten, dann hätten Sie an jedem Finger ein paar Männer haben können. Zwar ganz legal. Es gab nämlich damals einen eklatanten Überschuss an Herren. Und so durfte jede Frau mehrere Ehegatten haben. Nachteil, die Arme hatte damit auch mehrere Schwiegermütter. So, und wir machen jetzt einen Bummel durch Jaiza, das mehrfach als die schönste Ortschaft Spaniens ausgezeichnet wurde. Con su gloria dado.
semejaba. Nun, liebe Zuschauer, kommen wir zu einem Rätsel der Kosmetik. Was hat Lippenstift mit Läusen zu tun? Die Antwort findet sich auf diesen Kakteen. Es sind Opuntien und auf ihnen leben Schildläuse, aus deren Larven man einen roten Farbstoff gewinnt, das Karmin. Damit kann man Lippenstifte, Aperitifs und Fruchtsäfte wunderbar färben. Mit der Herstellung von Karmin ist die Insel einst reich geworden. Heute allerdings gibt es künstliche Farbstoffe und die Schildlauszucht wird nur noch aus Traditionsbewusstsein betrieben. Die Kakteen aber sind ein Wahrzeichen von Lanzarote geworden. Spätestens seit Cäsar Manrique diesen Kaktusgarten angelegt hat. Mehr als 1300 Arten der stacheligen Gewächse sind hier vertreten. In einem stillgelegten Lavasteinbruch ist damit ein exotisches Paradies entstanden. Wenn ich die Hoffnung verliere, mein Verstand viel zu leicht resigniert, für die Seele habe ich dich, für die Seele bleibst du hier.
Das war ein Ausflug in den Süden der Insel zu den Papagaio-Stränden mit ihrem strahlend weißen Sand aus der Sahara. Und nun sind wir ganz oben im Norden, an einem faszinierenden Aussichtspunkt, am Mirador del Rio. Er gleicht einem futuristischen Vogelnest. Und wenn Sie jetzt vermuten, dass auch hier Cesar Manrique am Werk war, dann liegen Sie goldrichtig. Der Mirador ist mit Vulkangestein verkleidet und fügt sich so perfekt in die bizarre Umgebung ein. Von hier aus hat man einen fantastischen Blick auf ein Archipel von 4 Inseln, die alle unter Naturschutz stehen. La Graciosa, die größte, ist als einzige bewohnt. In gerade mal 2 Dörfern leben 500 Menschen, vorwiegend Fischer. Und damit geht unser Abenteuer Lanzarote langsam zu Ende. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen und wünsche Ihnen wie immer bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Wieder geht die Welt zur Ruhe, bald mein Liebling schläfst auch du. Wünsch dir von Herzen gute Nacht, träume süß von unserem Glück und komm bald zu mir zurück. Du hast mich so reich gemacht. Und wieder geht ein schöner Tag zu Ende, voller Glück und voller Sonnenschein. Ich leg mein Herz in deine lieben Hände, denn wo du bist, kann die Welt nicht schöner sein. Vergessen sind heut all meine Sorgen, alles Leid. Hab Dank für die Stunden, die ich heut bei dir gefunden. Denn dieser schöne Tag geht nun zu Ende. Schlafe süß, mein Liebling, gute Nacht. Immer wenn ich bei dir bin, geht die Zeit so schnell dahin. Nun bin ich fern, so fern von dir. Alles, was du mir gesagt, alles, was du mich gefragt, klingt noch lange fort in mir. Und wieder geht ein schöner Tag zu Ende, voller Glück und voller Sonnenschein. Ich leg mein Herz in deine lieben Hände, denn wo du bist, kann die Welt nicht schöner sein. Vergessen sind heut all meine Sorgen, alles Leid. Hab Dank für die Stunden, die ich heut bei dir gefunden. Denn dieser schöne Tag geht nun zu Ende. Schlafe süß, mein Liebling, gut.